So. Ey, bleibst du stehen. Ich wollte nur die Aufnahme beginnen, mein Rubus. So. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Okay. Aber gut, dass du gerade was gesagt hast, Rubus. Ich meine... Nächster, bitte! Nächster, bitte! Okay, so ist gut. Rubus war dann doch ein bisschen laut. Die Streifen an den Rändern verwirren mich. Okay. So, Wasser... Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Kann ich einfach in den Horizont laufen? Wahrscheinlich nicht. Zum Kran. Kranhebel, Wartungskasten, Trichter. Bis zum Horizont... Es wird... Bis zum Horizont... Es wird Zeit, dass ich... Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Spoiler, ist es leider nicht. Tunnelpassage? Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Na, ganz großes Kino. Puh, das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Spoiler, Ersatzbrücke. Na super, noch ein Problem auf meiner Liste. So, geh erstmal nach oben. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ich soll also Goal dahin baggern. Okay, gut, klingt nach einem Plan. So, was können wir denn damit machen? Funktioniert der überhaupt? Jetzt komm schon! Verdammt! Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Wer bremst schon? Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Dann... Eine defekte Sicherung. Ja, das Ding bewegt sich also nicht. Die ist im Eimer. Weg damit. Ja, super. Gut, dann müssen wir, glaube ich, echt mal in die Tunnelpassage erst. Mal gucken, was wir... Oh Gott, schon wieder so viel. Aber das sieht doch nach einer... nach was Brauchbarem aus. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Ach, Rufus. Du bist echt schwer zu begeistern, weißt du das? Oh yeah. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und... Wo sitzt sie? Check! Setz dich auf den Schoß. Sie ist eh bewusstlos. Eine Mine. Okay, eine Lampe. Wow! Eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Gutes Argument eigentlich. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund fühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Hier sind auf jeden Fall Vögel. Zum Viadukt? Komme ich da überhaupt hoch? Scheinbar nicht. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Okay, ich kann da also... Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Ich kann da nicht hoch, aber wieso sagt mir mein Verstand, dass das da rein soll, nur noch nicht jetzt? Okay, gut. Gehen wir mal zum Viadukt.
Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom-di-tom-di-tom. Wie macht er das denn? Jo. Bis zum Horizont. Okay, überall ist der Horizont ansehbar. Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Ich glaube, er ist abgewichen. Oh, aber... Eins steht fest. Das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Ugh, zu hoch. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Naive Tölpel. Sehr schön. So, Spiegel. Ich nehme einfach den Spiegel mit. Ist okay. Ich klaue einfach mal überall die Leuchten. So, jetzt ist... er hat Snaps. Der Keller hat Snaps. Oh, Leute, der Keller hat Snaps. Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hä? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Das passt irgendwie nicht zusammen. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ich bin der Rufus. Yeah. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Immerhin ist er kein Arschloch. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Durchaus. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Es könnte genauso gut mein Familienmotto sein, aber... Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Astrein. Ist es noch weit zur unteren Aufstieg... Nein, nein. Super. Genial. Gleich hinter dem... Okay. Astrein. Astrein. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach... Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Sehr wichtig. Was gibt es? Ah. Okay. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja. Lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Ich kann gerade nicht wirklich glauben, dass das Spiel den Weg gegangen ist.
Aber meine okay. Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist. Das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Oh mein Gott. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Aha. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Ach du Scheiße. Was kann ich dir mal davon so gewinnen, die bei seinen Händen ist? Ein Freund. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Hä? Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Aha. Ah. Wieso... Oh mein Gott, wieso habe ich das Gefühl, dass das hier noch wichtig wird? Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Die Tatsache, dass man das nochmal fragen kann, macht mir ehrlich gesagt Angst. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ach, vergiss es. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass es mehr als, ne... Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Okay. Ich habe noch... Immer her damit. Ach so, nee, das ist das. Nichts, was... Selbst die Ei... Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Mensch, Doc. Also, wir sind aber auch einer, ne? Ich möchte nochmal ganz kurz... Ich kriege jetzt schon wieder keine E-Mail zurück, also... Wieso habe ich das Gefühl, dass das echt noch frustrierend wird, die ganze Sache? Okay, gut. Außenkurve. Gucken wir doch mal aus. Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Ach, Licht. Endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ich glaube, da habe ich aber eine Idee. Geht das? Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt, aber... Nope. Es liegt bei Licht, hat mein... So, dann nimm halt die Lampe wieder mit. Alle Signale... Warum bin ich... Mit. Okay, dann.
So, lass mal nachdenken. Was haben wir jetzt alles? Wir haben einen schmutzigen Spiegel. Was auch immer ich damit soll. Kann ich die irgendwo reinpacken? So ist es obligatorische, mach alles mit alles. Oh, stimmt. Nein, warte, ja. Alkohol ist ein Fallschirm in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm in der Not. Ach, guck mal. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Das ist ja schön und witzig. Jetzt bin ich besoffen, aber... Wisch sofort den Flaschen. Okidoki. Ich hab nichts zum Abwischen, Maid. Man sollte nie wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Es liegt an der Dunkelheit. Bei Licht hat mein Sonar immer 1A funktioniert. Ich meine, ich find's interessant. Ich bin jetzt besoffen, aber... Was ändert das jetzt im Großen und Ganzen? Ich spare mir mein... Ich kann da einfach nicht hoch. Gute Frage. Was können wir jetzt sonst noch? Können wir in den Wartungskasten was anderes als eine Sicherung reindrücken? Achso, das geht jetzt nur so. Nein, wahre Kreativität. Okay. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Sie haben beide die... Aber rote Lampen eignen sich bestenfalls als Rücklicht. Und wo ich hingehe, brauche ich kein Rücklicht. Scherben bringen... Aber ich brauche... Gut, 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 okay. Ich sag ja nur, warum ich jetzt Alkohol habe, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich meine, ich habe nicht mal was zum sauber machen, also... Er ist wahrscheinlich erstmal piefig auf uns. Können wir da jetzt eine andere reinmachen, einfach so? Ich glaube nicht, dass... Ich weiß nicht, was das bringen soll. Eine Warnlampe? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Ein Turbobeschleuniger, oder... Okay. Ich halte nicht mein Blick, egal wie... Warte mal. Snaps? Mit dem Snaps? Und was wird das hier? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Spiegel kann man übrigens verwenden, um... Ja, ja und so weiter. Natürlich nicht. Signallampen sind sehr wichtig. Man sollte sie immer... Ja, ja und so weiter. Natürlich. Was, will ich dir einfach eine Lampe zeigen? Wow, das ist ja eine Mindbike-Lampe. Damit könnte man... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Damit könnte man. Du könntest auch einfach, ne... Scherben bringen, aber ich brauche kein Glück. Ich probiere jetzt einfach mal vieles mit vielem. Man weiß ja nie. Ugh, aber ich... Mein, du müsstest ihn nur... Ne, ich meine, der hängt an seinem Nacken, also... Ich meine ja nur... Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, aber... Mein Gott. Na, wer ist der Schönste? Ich sollte ihn lieber irgendwo aufhängen, wo mehr Licht ist. Wo mehr Licht ist? Wir haben hier kein Licht. Licht ist hier... Ich meine, gut, hier ist ein... Warte mal, das ist... komplett ver... Wo ist... Da liegt nun wirklich... Ich halte nichts von Rücksch... Mein Blick ist immer noch... Egal wie laut sie... Ruwusch, du sagst gerade Sachen, die mir nicht gefallen. Möchte ja nur mal so nebenbei sagen. Hier fehlt doch... Ach, na... Ein echter Profi erkennt sofort, was hier fehlt.
Das nämlich schon mal nicht. Arschloch. Nein, warte, nein, warte. Jetzt verstehe ich auch, warum man gesagt hat, so mal gucken, wie ich mich hier anstelle. Ich verstehe jetzt schon direkt, was ihr meint. So, gehen wir nochmal zum Kran. Probieren wir nochmal. Ich halte nichts von Rückspiel. Mein Blick, egal wie laut. Ich halte mein. Das klingt immer witzig, wenn man das alles so schnell wegskippt. Nein, warte. Das gute alte, probier alles mit allem. Irgendwann wird schon irgendwas mal funktionieren. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Was ist denn jetzt? Man soll, wenn man... Wieso findest du auch hier nichts im Sitz? Ich meine, Ruvush, du findest ständig irgendwas irgendwo. Guck doch mal in dem Sitz nach. Nur mal so, als Idee. Na, hier ist nichts, womit ich was anfangen kann. Zurück kann ich ja auch nicht. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während mein... Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Ich weiß. Hirnimplantat und so. Am besten in diesen Trichter da. Na gut, ich lass mir was einfallen. Und hier? Da muss man kein Genie für sein. Es gibt hier auch nur einen Weg, ne? Weil das ist so gerade, was mich verwundert, weil eigentlich müsste man doch hier oben an die Schaltzentrale irgendwie kommen können. Aber Rufus denkt sich nur... Ich spare mir mal... Ich will nicht. Das ist gerade so mein Problem. Das Spiel zeigt mich, ich kann da hin, aber irgendwie sagt es mir, ich kann es nicht. Deswegen... Es ist voll irritierend und so. Hab ich irgendwas mit Doc nicht besprochen oder so? Hey, du! Ups! Rip! Er hat angefangen. Okay. Okay, wir haben Bein. Okay, ich glaube, ich weiß genau, oder? Come on. Also wenn es das nicht ist, ne? Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Okay, gut. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Are you fucking serious? Super. Jetzt habe ich ein Bein. Hey, Doc. Mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt könntest du... Ja, ja. Natürlich. Nicht solange ich noch zwei Ei... Gut, dann so. Ugh, aber egal. Echt jetzt, du kannst nicht... Er hat an... Ugh, aber egal. Weißt du... Nennt sich Tüftler, Mignon. Und erzählst mir so einen Schmuck, wirklich? Du benutzt nicht das Bein, um seinen Schlüssel zu holen? Na. Es liegt an der drei Licht. Was passiert, wenn ich totes Bein mit Alkohol verwende? Meine Ideen kennen ja keine Grenzen. Und was wird das jetzt? Naja, meine Sachen sind so schmutzig. Also. Du willst Alkohol? Also wisch sofort. Sackgesicht. Gut, dann probieren wir das Bein noch ein bisschen anders. Da liegt nun wirklich schon... Nicht so lange ich noch... Okay, das passt nicht, das passt so nicht, dies tut's nicht. So gerne ich auch Scheinwerf, ich mag einfach keine Scherben. Scherben, aber ich... Okay, es ist immer gut. So, was haben wir noch? Wir haben einen Trichter, aber... Ich habe später noch Zeit, mein Ge... Nichts. Nichts. Hey, Expire. Wenn Skelett zu hoch hängt. Ja, ne...
Senkt hoch. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Was habe ich jetzt immer gemacht? Noch nichts. Man soll, wenn man... Hä, was habe ich jetzt genau gemacht? Ich habe jetzt den... Den man Knochen... Man soll keine, wenn man vorhat zu bremsen. Warum habe ich... Hä? Nein, war... What? Warum habe ich denn jetzt den Knochen hier reingedrückt? Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Immer noch nichts. Ja klar, ohne Sicherung geht das jetzt nicht. Mehr ist wohl nicht zu holen. Aber was anderes kann da auch nicht rein. Ich bin jetzt gerade richtig blöd. Ich meine, what the fuck? Ich habe jetzt den Knochen einfach. But why? Why though? Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Ich spare mir. Hier fehlt. Ach, da fehlt ein Stümpel. Einem Zylinder. Ein Stümpel. Und ein. Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Eieiei. Oh, wusch. Ein Bein reicht mir. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte naive Töl. This is weird. Bis zum. Es wird Zeit. Ja, das ist heißt das. Mit einem Schrotthaufen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, ohne triftigen Grund, wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Reicht dir der Grund nicht, dass da etwas drin sein könnte? So wie in könnte? You know, so wie in könnte, Rufus? Du kämpfst gerade gegen mich. Nur mal so nebenbei. Du kämpfst gerade gegen mich, Rufus. Hallo? Hm? Was? Oh. Ich habe immer her damit. Das ist alles nichts, was mir weiterhilft. Der selbst DIY. Ich muss. Mach es gut. Nee, Doc kann mir auch nichts. Ich habe auch schon dem alles gezeigt. Snaps kriege ich auch nicht mehr. Immer ich habe mir selber Schnaps reingepfiffen, warum auch immer. Was passiert, wenn ich die jetzt wieder da. Wenn ich die jetzt wieder zurückpacke? Habe ich jetzt. Nö. Es liegt bei Licht. Ist die Musik weg? Ich bin so schlecht in dem Spiel, die Musik hat sich gesagt, fuck you. Es liegt an bei Licht hat. Hm. Hm? Gib mich. Nee, das ändert auch leider nichts. Okay, ich bin doof. Ich bin absolut doof. Vor allem, ich bin offenbar echt so schlecht, dass die Musik sich sagt, nö. Nope. Not having any of your shit. Und hier unten ist ja auch nichts. Zu Goal kann ich auch nicht mehr zurück. Also ich wäre bereit für einen Tipp. Ich steck gerade fest. Ob im Minecart was liegt? Ich meine, da habe ich geguckt. Oder? Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Eben. Ich halte meinen Blick, egal.
Also wenn ich schon einen Turbo... Da fehlt ein Stimm. Naja, auf jeden Fall fehlt... Aber ich find's interessant, dass er sich diesmal reingesetzt hat. Das hat er vorher nämlich nicht gemacht. Mit den Sachen kann... Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Das würde ich auch gern wissen. Ein Bein rein. Eins steht fest. Das ist nicht der Schlüssel. Na, mit Doc weiß auf jeden Fall nichts mehr. Der ist, der ist Hallo? Busted. Oh. Ja, das sind dieselben Themen, wo ich schon alles durchgekaut hatte. Moment, das ist neu. Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Nichts, was... Sehr gut. Selbst DIY... Okay, das ist auch neu dazugekommen. Wahrscheinlich, als wir denn wirklich damit, ne... Warte mal, ich will jetzt aber auf jeden Fall die Lampe wieder haben. So viel ist man sicher. Zwischendrin. Oh, okay, Leute. Ich muss mal ganz kurz, sorry.